Generalprobe für den Nussknacker von Peter Tschaikowski. Gerade in der Zeit rund um den Jahreswechsel tritt das Philharmonische Orchester Würzburg bei Sonderkonzerten solo auf. Ansonsten begleitet es vom Orchestergraben aus die Vorführungen von Oper, Operetten, Musicals oder Ballett. Außerdem hat das Orchester eine eigene Abo-Reihe mit 6 Sinfoniekonzerten, zum Beispiel in der Musikhochschule oder an anderen Spielstätten. Im Sommer kommen die Rathauskonzerte und der Hafensommer dazu. Das Orchester widmet sich ebenso der Vermittlung von Musik in Form von Familien-, Kindern- und Jugendkonzerten und hat die Reihe der Babykonzerte sowie ganz neu das Orchesterkarussell mit im Programm. Dabei ist das Repertoire breit gefächert. Die 40 Männer und 20 Frauen sind Berufsmusiker und haben ihr jeweiliges Instrument studiert. Sie sind zwischen 25 und 65 Jahren alt